Dem Dance Moves. Marvin hat einen Sim. Ich würde mal sagen, wir machen das Haus noch größer. Ist ja nicht so, dass wir schon genug Leute in dem Haus haben. Nein, wir packen den Marvin noch rein. Und dann haben wir wirklich ein Full House. Wir sind ja viele. Und viele machen gerne Party. Ba, ba. Verzeihung. Entschuldigung. Auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Wo ist eigentlich meine Beförderung? Wo ist das Geld für meine Beförderung? Von dem Geld laden wir jetzt in Marvin ein. Feier eine fette Willkommensparty. Da ist er. Jungkoch. Oh, der kocht für den Jungen? Inseltheke Büroflair. Neue Ersteller einen Sim-Teile. Der arbeitet 4 Tage die Woche. Geile Sau. Ist aber fit wie nicht. So und überhaupt nicht müde. Na dann. Öffnen wir die Galerie. Und suchen jetzt. Wonach muss ich denn suchen? Wenn ich den Marvin Baum suche. Nein, ich finde keinen Marvin Baum. Wonach muss ich suchen, wenn ich den Marvin suche? Da muss mir der Wette Marv mal aushelfen. Jungkoch. Was musst du eigentlich schaffen bis dahin? Level 4 der Mixenfähigkeit. Getränk zubereiten. Bereite mal so ein Richport. Nein, ich meine, wie du bei Dings heißt. Bei Origin. Damit ich dich finde. So, jetzt guck mal, was du hinkriegst. Der Boon ist auf jeden Fall müde. Geht pennen. Ja, ganz genau, die brauche ich. Wie gesagt. Ah, da ist er. Marvin Ös. Also alle, die nach einem Marvin suchen, bitteschön, nach Marvin Ös. Hä? Marvin OES. Alle Haushalte Maxis folgt. Erweitert. Aktuell. Erweitert. Wo ist er denn? Ah, Origin ID. Marvin OES. Oder ist das eine 0? Wo ist er? Warte, ich schau mal nach. Na gut. Schauen wir nochmal. Haben wir noch 10 Minuten. Bis der Part vorbei ist. Nope, ist ein O. Dann schauen wir nochmal. Ach, du musst ihn auf öffentlich stellen. Ja, vielleicht hast du das noch nicht gemacht. Stutti. Gönnt sich so lange einen Drink. Den Proteinteller stellen wir schon mal rein und setzen den nicht in irgendein Inventar. Das wäre ja fatal. So, was sagst du? Ausgezeichnet. Der Richport. Sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Der Cocktail sieht echt gut aus. Hat Stutti mal wieder bewiesen, dass das kann. Kochen, mixen, das kann er. Sieht aber nicht sehr glücklich aus. So, was ich jetzt aber nur gerne wissen würde. Beförderung. Daniel ist bereit. Bernie sowieso. Edschel Penn auch gerade dafür. Die arbeiten in 5 bzw. 5 Stunden bzw. 2 Tage. Koba sowieso nicht. Der Boon hat auch kein Trinkgeld verdient. Muss aber nur Auftritte planen. Stutti ist gerade erst befördert worden. Styx ist noch nicht fit genug. Und Max hat den letzten Tag nicht gearbeitet. Sag mir Bescheid dann. Was macht Stutti eigentlich?
Geht auf Klo? Ne, der trinkt erstmal seinen Ritz Port. Hab auf Klo mit dir, hab ich gehört. Stutti, die Toilette ist frei. Die Toilette ist frei. Man kann sie besetzen. Dankeschön. Stutti kann nicht schlafen und das nutzen wir aus. Verzeihung. Beziehungsweise Stutti ist wach wie Sau um 4 Uhr morgens. Hände waschen kannst du gleich. Ich weiß, du fühlst dich unwohl dabei, hier was zu suchen, aber das kannst du jetzt wegwerfen. Wo ist hier ein Müll? So, da, Müll. Hier, Müll, wirf weg. Dem geht's gut, der fühlt sich gut. Na dann. Hände waschen nicht vergessen. Proteinteller essen, der ist leer. Jetzt wäscht dir die Hände und kannst aufräumen. So, Stutti macht sauber. Gefällt mir. Da ist noch ein leeres Glas. Dankeschön. Die Anlage ist kaputt. Bernie, die Anlage ist kaputt. Aber Bernie pennt gerade. Wir spulen und spulen. Und lassen die Teller da liegen. Und bitte. Schnappen uns noch mehr Teller. Und stapeln sie immer weiter. Schnappen uns auch noch den. Und jetzt, Stutti, macht er das, was da drin ist, sauber. Denn da ist noch ein bisschen Müll drin. Und jetzt wird gespült. Außerdem kannst du jetzt Frühstück servieren. Zeit für eine Runde Pfannkuchen. Daniel ist wach. Zeit für die Toilette. Hier könnten wir auch ein bisschen Deko hinstellen. Aber was ich als erstes machen wollte, wäre... Bernie muss in einer Stunde arbeiten und sich die Beförderung abholen. Okay, dann kann das bis dahin auch noch warten. Bernie, gibt es noch irgendetwas, was du tun möchtest? Auf Klo gehen. Ja, okay, warte, bis Daniel fertig ist und dann kannst du das auch. Denn heute muss die Beförderung fallen. Wenn sie heute nicht fällt, dann fresse ich ein Elch. Versuch jetzt nochmal. Gut. Dann können wir das jetzt nutzen. Nein, den Hygieneskill Sepp gibt es nicht mehr. Den gab es bei Sims 3. Bei 4 gibt es ihn nicht mehr. Keine Ergebnisse gefunden. Oh. Origin ID Marvin OES. Da ist er! Baum! Der Werte Marvin Baum. Weil Baum. Und wir haben wieder ein volles Haus. Was möchte der Gewerte denn werden? Herrlich reich! 5000 Simoleons verdient. Da ist er. So, was möchtest du denn gerne für ein Dings haben? Stutti kann nun arme Ritter und Fisch und Chips. Und hält beim Kochen eine Stimme und kompetenter Koch. Was möchte der Max denn arbeiten? Grants. Grants. Such dir einen Job. Du siehst hier deinen Job. Marvin möchte einfach nur reich werden, aber er möchte natürlich auch Geld verdienen. Als was denn? Jetzt sehen wir es hier. Wir hätten da für dich einiges. Hier, such dir was aus. So einen Maler zum Beispiel hatten wir noch überhaupt nicht. So ein Maler wäre ganz cool. Oder so ein Verbrecher, so ein Boss. Marvin, der Verbrecherboss. Ich finde, weiß ich nicht, ich weiß nicht. Das kommt ganz darauf an, ob du Bock hast. So ein Mafiosi. Marvin, der Verbrecher, Mafiosi. Athlet gibt es ja noch nicht. Kommt er erst demnächst. Was
kommt für dich denn in Frage? Du, was für einen Job willst du haben? Wir warten auf deine Antwort. Jo, ich werde Verbrecher. Na dann, Technikguru haben wir ja schon. Zwei Stück. Schelmfähigkeit. Na, auf ins Internet und Leute in Foren provozieren. Das geht natürlich nicht. Na egal, das kriegst du ja schon hin. Oh, er macht sogar genau jenes. Bernie ist zur Arbeit. Na dann, gutes Gelingen. Und bring mir Geld nach Hause. Ganz genau, denn Technikgurus haben wir schon. Daniel kann jetzt genau das. Denn Daniel hat die Schelmfähigkeit 2 schon. Wie im Real Life, so ein richtig kleiner Verbrecher. Da ist er. Der Marvin. Böse. Copa pennt. Jetzt spulen wir mal ein bisschen für Bernies Beförderung. Stutti, was machst du? Nickerchen? Finde ich gar nicht schlecht. Mach ein Nickerchen. Hat gut gegessen. Ein Bad Boy. Bad Boy. Daniel hat Hunger. Stux muss nur eine Stunde arbeiten. Machen wir. Stux? Wo ist Stux? Stux muss doch nur noch ein bisschen trainieren, ne? Stux, Zeit für Training. Stux, geh trainieren. Geh schnell trainieren. Vielleicht kriegst du dann die Fitness hoch. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Dann kriegen wir glatt sogar zwei Beförderungen hin. Los! Müffelt ein bisschen, aber das ist ja kein Problem. Problem gelöst. Und Beine trainieren. Ja, trainieren die Beine. Haben wir direkt die nächste Beförderung. Oh! Ach du Scheiße. Auf dem Schiff von Bernie ist ein kleines Feuer ausgebrochen. Bei Eintritt in die Thermosphäre ist ein Sauerstofftank ein bisschen zu nah an eine Duftkerze geraten. Er hat gleich gewusst, dass es eine schlechte Idee war, obwohl es dadurch echt gemütlicher wurde. Soll er versuchen, das Feuer zu löschen oder sich auf dem schnellsten Weg zur Rettungskapsel machen? Wir löschen das Feuer. Natürlich, wir sind der Held. Unter Einsatz eines Großteils seiner Trinkwasservorräte und seiner besten Weltraumkissens kann Benny das Feuer löschen, arme Sau. Das Kontrollzentrum lobt ihn dafür, dass er einen kühlen Kopf behalten hat und verrät ihm zur Belohnung das Versteck eines geheimen Vorrats Astronautennahrung an Bord. Die Mission wird fortgesetzt. Dat Bernie, though! Dat Bernie! Daniel hat Logik verbessert. Das ist aber gar nicht ein Job. Dein Job ist es, befördert zu werden, sobald du zur Arbeit gehst. Aber erst morgen. Der hat Hunger. Geht duschen. Okay, geht duschen. Oh, cool. Weißt du, wenn du arbeiten gehst? Die Arbeit ruft. Stöcks, die Arbeit ruft. Hallo, ich rieche. Egal, Zeit für die Arbeit. Stücks ist zur Arbeit. Na dann, hol dir die Beförderung. Du brauchst nur ne Spaß, wirst du nur zockst. Comedy. Was machst denn du? Zocken, zocken, zocken. Ah, tut er ja. In Forum provozieren? Nein, du willst zocken. Wo ist eigentlich sonst noch wer? Copa? Schnappt sich einen Pfannkuchen und geht danach duschen. Hab ich gehört. Da ist wer pennt, der Boon. Holt sich auch einen Pfannkuchen. Stutti ist am Zocken, das wissen wir ja. Der hat Hunger. Alter. Alter Max, hol dir was zu essen. Und der Marvin isst sich einen Proteinteller. Machen wir. Stell dich mal vor. Den Buhn.
Wer ist mit lustig? Kreativ. Oh, der Marvin ist kreativ. Und Anfängerturniere für Stutti. Cool. So, Bernie, hol dir deine Beförderung ab und bauen wir das Haus aus. Selbe gilt natürlich für Stips. Nope ist ein wieder da. Ja. Inspiriert. Was wissen du sonst noch vom Typ her? Kennst einige Comedy-Schelm. Kreativ, ein Geek und faul und geschäftstüchtig. Überdurchschnittlich gut. Wow, Belohnungsmerkmal. Junge Erwachsener, Statistik. Keine gekochte Mahlzeit, keine Sushi genommen. Stutti muss in der Stunde arbeiten. Stutti? Mag keine Kinder. Was? Ist müde. Plau doch mal ein bisschen. Verrückt anfunkeln. Wie auch immer das funktionieren soll. Was macht Max eigentlich? Eine Dusche nehmen. So. Opa? Wer ist mit Dusche? Ich rieche. Könntest du dir bitte was anziehen? Dankeschön, Styx. Vielen Dank. Was macht Daniel eigentlich? Plaudern. Kinder sind auch Menschen. Halt nur kleiner. Nicht nur. Oh mein Gott, ich sollte meine Blumen, meine Blümchen reinholen. Michi Oba. Elfris Bara. Inar. Tananiwa. Ooh. Lamejo Kaba. So. Yabasa. Satorb. Tevene. Penny Oshwin Mikoya. Darvis Wallalochingle. Panishka Lumba. Ah, ich sitze wieder. Benny ist immer noch nicht da, hat immer noch die Beförderung abgebracht. Koopa kommt von der Dusche. Was macht Koopa eigentlich? Zocken? Zocken. Und der werte Boon? Plaudert. Ich hoffe, entweder wird der Marvin echt korrekt oder ein Riesenarscher. Da hast du recht. So, wir übernehmen mal und schmeißen direkt in den Müll. Guck mal, da sind nur drei Pfannkuchen. Wer ist die jetzt? Der hat keinen Hunger, sondern der muss auf Klo. Der werte Baum. Ein Riesenarsch. Also mit dem Boon verstehst du dich schon mal gut. Mit Stutti genauso und mit Daniel auch so ein bisschen. Geht erstmal auf Klo. Tiefe Bindung. Beide am Zocken. Guck das an, der Max ist auch am Zocken. So. Der unterhält sich mit Boon. Daniel. Weißt du, was ich mir jetzt vorstellen könnte? Das geht natürlich nicht. Ah, jetzt geht's. Spielen mit. Wo ist der Marvin? Da ist er. Jetzt zockt man eine Runde. Ja, geh ran und auf zur Arbeit. Du plauderst lieber als zur Arbeit gehen. Stutti, du bist ein Genie. Stutti ist nicht zur Arbeit gegangen. Ja, da hast du recht. Los, Chefkoch. Oh, was bist du ein Genie? Du darfst jetzt erstmal arbeiten. Trottel. Max muss in einer Stunde arbeiten. Boon muss in einer Stunde arbeiten. Stutti ist arbeiten. Der werte Marvin ist logisch. Zack, eine Runde mit Daniel. Unterhalte dich doch mal. So. Lustige Geschichten erzählen. Du umarmst jetzt den Boon? Ja, okay, einfach so eine Bro-Umarmung. Hey! Und Koopa. Los, komm, machen wir doch geil. Ja, die besten Kollegen untereinander. Wie wir hier sehen. Bernie, wo ist der Boon?
Gute Freunde. Die Nina, der Max, der Styx. Aber vor allem der Boon. Und der Daniel nicht? Was ist denn da los? Gib ihm eine Beziehung mit dem Kerl. Abgelehnt. Da ist er. Der Kadett. Er hat zu dem folgenden Bonus. Er hat ein Kontrollzentrum? Wow. Das ist cool. Und das spült erstmal Geld in die Haushaltskasse. Und wo bist du? Da sind Inseltheken und da ist es. Level 6 der Astronauten. Okay. Ach du mein Heiliger. Okay, wir brauchen ein Arbeitszimmer.